Hallöchen YouTube, wir sind hier wieder ein weiteres Mal bei Let's Custom Portal 2 Singleplayer Random. Diesmal mit der Maps Forgotten Experiments Nummer 1. Mit 101 Bewertungen und 3 von 5 Punkten, ganz gut. Und die Map ist von Azore. Und ich habe diesmal versucht, nicht allzu sehr zu schreien. Ich habe keine Ahnung, wie sich das jetzt im Endvideo auswirkt. Im schlimmsten Fall muss ich halt dann neben dem Tonmischen noch ein bisschen mehr rumfuschen da, aber ja, gut. Was war das? War das gerade so ein Dö-Dö-Dö-Dö von irgendeiner Gruselmusik oder so? Ganz ohne Portal Gun, ich fühle mich irgendwie nackt. Ich fühle mich trotzdem nackt. Aber hier ist ein Portal offen. Ach, okay, hier kann ich also... Was tut sich hier? Achso, ich muss den Würfel also hierher bringen. Mehr oder weniger. Da ist die Portal Gun. Muss ich zu... Da, zu der muss ich hin, okay. Gut, und jetzt ist die Musik auch aus. Das... Ach, das war ja der Würfel, stimmt. Da war ja was. Also damit wird das hier, dann kommt man da hoch. Was ist da oben? Da ich... Das ist wahrscheinlich ein zweiter... Das ist der Ausgang. Okay, also hier, den Knopf habe ich noch gar nicht gesehen. Ach so. Ach so. Warte mal. Ach so, nee, hier erst noch nicht. Aber ich brauche jetzt mal hier so. Boah. Warte, wo ist... Wo, da hier. Oder? Ja, genau. Hier. So. Dann kann man hier durch. Ich bin ein Hoppelhäschen. Oh. Verdammt, ich wollte ihn einfach mitnehmen und dann cool dastehen. Aber das wird wohl nicht cool, werde ich wahrscheinlich nie sein. Nö. Das ist jetzt gerade ein bisschen unpraktisch. Ach so. Nee, ich muss ja da hinten hin. Nee, das kann ich ja so nicht machen. Ah, ich denke, ich weiß. Ich denke, ich weiß. Also das heißt, ich weiß genau gar nichts wahrscheinlich. So, erstmal hier. So. Dann hier rüber. Wieder als kleines Hoppelhäschen. So. Mal auf der Höhe.
Dann haben wir einigermaßen Zeit. Genau. So stelle ich mir das vor, dass es sein muss. Dann hier durch. Und gleich nochmal. Und jetzt so hier drüber. Yay. Achso. Ich habe jetzt Portale. Fast vergessen. Jetzt kann ich hier... hier drüber. Da rein muss ich ja nicht mehr. Da kann ich auch nicht mehr rein. Das heißt, ich werde mir den Würfel jetzt einfach mal stibitzen. Damit ich den einfach mal eiskalt daneben schmeiße. Jetzt nur die Frage, was bringt mir diese Fläche hier? Zumindest kann ich jetzt mindestens ein Portal machen. Also genau eins, nicht nur mindestens eins, sondern genau eins. Hier ist ja auch nichts, das ist ja das Problem. Wie komme ich darüber? Gibt es irgendwo was? Ich kann da nicht hier fallen und so. Das sieht schön aus. Hier könnte ich theoretisch fallen. Aber ich kann eben nur ein Portal machen, das ist das Problem. Bei der Sache. Hier kann ich auch nicht fallen. Hier gibt es ja keine. Oder? Ach so, ich kann ja hier nicht zugleich liegen. Also irgendwas mit der oder der Fläche muss ich zu tun haben. Die Karte ist kaputt wahrscheinlich. Sage ich jetzt einfach mal. Hier wird dann. Also ich brauche wahrscheinlich jetzt erstmal hier das Portal. Und dann den Würfel. Das ist das Portal erstmal. Schön. Es ist ein sehr athletischer Würfel, würde ich mal behaupten. So, jetzt haben wir das hier. Hier oben dann noch das. Portal, nur das bringt mir gerade herzlich wenig. Könnte ja hier so und dann so. Jawohl, das war sogar richtig. Oh, oh. Was jetzt? Habe ich die Karte jetzt kaputt gemacht? Ich weiß nicht, was ist jetzt los?
Hey, das ist ziemlich gemein. Das ist. Es gab doch nur die zwei Türen, oder habe ich irgendeine ganze Tür übersehen? Nö, ich bin nicht verzweifelt, ne? Ne, erstens, was soll ich hier machen? Ich weiß nicht. Aber irgendwas hat sich anscheinend verändert. Weil das Licht ist ausgegangen und wieder an. Obwohl hier auch keine Lichtquelle ist. Wenn ich da jetzt neu starten würde, dann wäre doch alles umsonst. Okay, aber ich. Ja. Was soll ich anderes machen? Ich meine. Geht ja nicht anders. Hier. Ist vielleicht wirklich einfach irgendwas nicht geladen worden oder so. Die Musik ist aber natürlich. Ups. Na gut. Erstmal aktivieren wir das hier. Dann gehen wir hier durch. Also ich frage mich gerade wirklich, ob das... Ich hatte ja schon irgendwann mal, ich weiß nicht wann und wie und warum, im Kopf, dass es total fies wäre, eine Map zu machen, die man erstmal neu starten muss, um sie schaffen zu können. Aber, ja, es eben... Ne. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine ist. Ne, da müsste man ordentlich skripten können, nehme ich mal an. Also, wie heißt die Map? Ich glaube, Forgotten Experiments, glaube ich, was. Betreibt der Experimente mit mir? Ich fühle mich nicht allzu wohl dabei. So, Nase juckt. Und geht weiter. Yay! Was? Okay. Ach, da muss ja... Genau, muss ja da rein. Hä? Ich bin aber auch so ein Dümmerle. Irgendwie funktioniert in der Map so gar nichts für mich gerade. Ich weiß nicht, habe ich vorhin die Map einfach nur kaputt gemacht oder ich weiß ja nicht. Unwürflich. Okay, ich riskiere es einfach nochmal oder nicht? Was ist das hier? Achso, da kann ich einfach. Okay. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Map irgendwie. Es wird dunkel. Wieder hell.
Es funktioniert nicht. Lalalala. Irgendwas war hier gerade. Nee, ich weiß nicht, ist die Map kaputt vielleicht? Ja. Ich würde sagen, ich pausiere hier einfach mal und werde es nochmal neu runterladen. Ja, dann sehen wir uns dann gleich wieder. Obwohl, nein, ja, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder vielleicht. Oder in der nächsten Folge, man hat, meine ich. Ja, bis dahin. So, da bin ich auch wieder in der gleichen Map nochmal. Forgotten Experiments Numero Uno. Wie es scheint, hat der Map-Ersteller irgendwie gepfuscht oder so, oder ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wessen Fehler es ist, aber auf jeden Fall, dies sollte der Endraum sein und der funktioniert halt eben nicht, deshalb muss man eben manuell, Test kann man bewerten. Ich bewerte es ganz gut, weil es war ja eigentlich ganz ausgeknüffelt. War eigentlich, oder? Ja, doch, man musste ein bisschen denken. So um die Ecke und so. Ich fand sie aber eigentlich ganz gut. Ja, fertig. Beenden unsere Liste. Was mir auch nebenbei aufgefallen ist, mein Programm hier auf dem Zweitcomputer, mit dem ich eigentlich meine Stimme aufnehme, also hauptsächlich aufnehme, der ist leider, da hat das Programm leider einen Fehler. Deshalb hört ihr erst ab nach dem Schnitt hier meine Stimme wieder so in der Qualität wie üblich. Ich hoffe, das hat nicht allzu sehr gestört. Und ja, bei der nächsten Map wird es wohl wieder passen. Und, ach ja, es ist immer so leise, stimmt. Ich wollte schon irgendwie behaupten, dass hier irgendwie die Soundtreiber abgeschmiert sind oder sonst was, aber egal. Ja, wie gesagt, ich fand's eben. Die 14. Map war das. Habe ich vielleicht vergessen zu sagen. Dabei habe ich extra davor nochmal durchgezählt. ja, ich kann mir gut vorstellen, wenn das so weiter ist, weil das soll ja, glaube ich, irgendwie so eine Art Intro-Raum sein für die Serie. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich die nächsten Teile auch noch durchspielen werde. Nur eben, wie gesagt, das ist eben, ich glaube, dass es ein Intro-Raum war, deswegen war es auch relativ schnell durch. Ich glaube, maximal 10 Minuten habe ich, glaube ich, gebraucht. Für zweimal durchspielen dann halt 15 Minuten oder so. Inklusive Verzweifeln natürlich. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wieder mit der üblichen Soundqualität. Und ja, bis dahin.